So, herzlich willkommen zum neuen Projekt. Wir spielen was Neues. Und wenn ich wir sage, dann habe ich natürlich immer wieder einen Gast. Ich begrüße die Kurumi. Sag mal hallo. Hallöchen. Hallöchen. Ist eine gute Freundin von mir. Und wir spielen zusammen Phoenix Wright von Capcom. Was, boah, das ist schon so alt, wenn ich mir so darüber nachdenke. Naja, wie dem auch sei. Das ist ein Nintendo DS-Spiel. Ja, richtig. Man darf nicht mehr Gameboy sagen, ne? Hab ich mir sagen lassen. Von dir, glaube ich, sogar, ne? Ja. Okay. Wie dem auch sei. Das ist ein Anwaltsspiel. Und wir machen jetzt hier mal was ganz Neues. Warum spielen wir ein DS-Spiel? Ich glaube, weil, wegen dir, ne? Eigentlich, weil du bist darauf spezialisiert, oder? Ja, weil ich halt gerne Handheld-Spiele von Nintendo bevorzugt und es ist halt leicht und schön anzusehen, haben immer eine gute Story und man hat immer was für unterwegs dabei. Das ist das Bessere an der Konsole. Genau, und ich werde natürlich ihren Channel unten verlinken, klar. Und guck da mal rein, sind nette Aufnahmen. Und das Interessante an diesem Teil ist, wir werden das jetzt hier synchronisieren. Ne? Das ist, weil hier gibt es ja keine Sprachausgabe. Und deswegen wollen wir einfach mal, wir fangen jetzt einfach mal an. Ne? Also, so, der erste Wandel, auf geht's. Wir schaffen das, wir kriegen das hin. Oh Gott, jetzt müssen wir was ausdenken. Verdammt, warum ich? Niemand darf mich erwischen. Nicht auf diese Weise. Ich muss jemanden finden, dem ich das anhängen kann. Jemanden wie ihn. Es wird so aussehen, als hätte er es getan. Oh Mann, das wird. August 9:47 Uhr, Bezirksgericht. Angeklagtenzimmer Nummer 2. Mann, ich bin nervös. Na, bin ich nervös? Right. Oh, hallo Chefin. Mann, zum Glück bin ich pünktlich. Nun ist es also soweit. Ihre erste Verhandlung. Seit den Testverhandlungen an der Highschool war ich nicht mehr so nervös. Na, da wird's aber Zeit, dass Sie wieder in Schwung kommen. Ja, klar. Ich schätze, Sie haben recht. Wissen Sie, Chefin, es tut mir leid, dass Sie heute den ganzen Weg nur wegen mir gekommen sind. Wo denken Sie hin, Phoenix? Ihre Premiere möchte ich mir doch nicht entgehen lassen. Trotzdem fühle ich mich geehrt. Nicht jeder traut sich, einen Mordprozess so früh anzunehmen. Das sagt viel über Sie aus und über Ihren Mandanten. Danke. Eigentlich schulde ich ihm einen Gefallen. Ein Gefallen? Heißt das, Sie haben den Angeklagten schon vor dem Prozess gekannt? Ja. Ehrlich gesagt, verdanke ich ihm gewisserweise meinen Beruf. Er ist einer der Gründe, weshalb ich Anwalt geworden bin. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ich möchte ihm da raushelfen, so gut ich kann. Ich will ihm wirklich helfen. Ich verdanke ihm so viel. Es ist aus. Mein Leben, alles ist aus. Mandant, der da drüben so rumschreit? Ja, das ist der. Tod, Verzweiflung. Oh, ich werde sterben. Es klingt, als wollte er sterben. Ja. Nick. Hey, Larry. Oh Mann, ich bin an allem schuld. Sag ihnen, dass ich schuldig bin. Gib mir die Todesstrafe. Ich habe keine Angst zu sterben. Was? Was ist denn los, Larry? Oh, es ist alles aus. Ich bin erledigt. Erledigt. Ich kann ohne sie nicht leben. Ich kann es nicht. Wer hat sie mir weggenommen, Nick? Wer hat das getan? Komm schon, Nick, sag es mir. Wer hat mir meine Kleine weggenommen? Wer für den Tod deiner Freundin verantwortlich ist? In der Zeitung steht, dass du es warst. Ich heiße Phoenix Wright. Ich bin erst seit 3 Monaten Anwalt. Das hier ist mein erster Prozess. Hier sind die Fakten. Mein erster Fall ist ziemlich einfach. Eine junge Frau wurde in ihrer Wohnung ermordet.
Sie haben den unglückseligen Trottel, mit dem sie ausging, festgenommen. Larry Birds. Seit der Grundschule mein bester Freund. An der Schule haben alle gesagt, ist was faul, war es der Birds. In den 23 Jahren, die ich ihn kenne, hat das auch immer gestimmt. Er hat ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Eines kann ich jedoch sagen, er kann meistens nicht dafür. Er ist einfach ein Pechvogel. Aber ich weiß, dass er das Herz am rechten Fleck hat. Ich schulde ihm etwas. Ich habe ihm den Fall angenommen, um seinen Namen reinzuwaschen. Genau das werde ich tun. Ja, wenn er das so mit Energie sagt, dann wird das ja wohl stimmen, ne? Auf jeden Fall. 3. August, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 2. Das Gericht befasst sich nun mit dem Verfahren gegen Herr Larry Butts. Die Anklage ist bereit, euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Herr Wright, dies ist Ihre erste Verhandlung, nicht wahr? Ja, euer Ehren. Ich bin etwas nervös. Das Schicksal Ihres Mandanten hängt allein von Ihrer Verhandlungsführung ab. Mord ist eine ernste Sache. Ich hoffe für Ihren Mandanten, dass Sie die Nerven behalten. Danke, danke, euer Ehren. Herr Wright, unter diesen Umständen möchte ich einen kleinen Test mit Ihnen machen, um zu sehen, ob Sie wirklich bereit sind. Ja, euer Ehren. Die Hände zittern, die Sicht verschwimmt. Der Test besteht aus ein paar einfachen Fragen. Beantworten Sie die klar und deutlich. Nennen Sie bitte den Namen des Angeklagten in diesem Prozess. Das bin ich. Wright. Das bin ich. Auf jeden Fall, da, das ist ja easy, easy peasy. Der Angeklagte? Nun, das ist Larry Birds, euer Herr. Korrekt. Versuchen Sie einfach einen klaren Kopf zu behalten. Dann wird das schon. Nächste Frage. Dies ist ein Mordprozess. Können Sie mir den Namen des Opfers nennen? Das weiß ich. Zum Glück habe ich oft genug die Akten gelesen. Es ist, einen Moment, Nein, das gibt's nicht. Ich hab's vergessen. Ich stehe total auf dem Schlauch. Phoenix, sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie das schaffen? Sie kennen nicht mal den Namen des Opfers? Oh, das Opfer, natürlich weiß ich den Namen. Ich, hatte ihn nur vergessen. Für einen Moment. Ich glaube, ich habe Kopfschmerzen. Das sagt sie öfter. Sehen Sie, der Name des Opfers steht in der Gerichtsakte. Drücken Sie einfach auf die Taste für Gerichtsakte, um sie zu überprüfen, okay? Sie sollten sie öfter überprüfen. Tun Sie es für mich. Ich bitte Sie. Wie lautet Ihre Antwort? Wie heißt das Opfer in diesem Fall? Gerichtsakte. Ich schaue nochmal in die wundervolle Gerichtsakte. Cindy. Okay, das haben wir schon festgestellt. Aber wie heißt denn hier Profil? Mia Faye? Nein. Der Butzen, die Cindy Stone. Nicht zu verwechseln mit Sharon Stone. Aber ja, da besteht auch so ein bisschen Attraktivitätsunterschied. Ja, ein bisschen der Cinderblock. War nicht schlecht. Cinder Stone. Der Name des Opfers ist Cindy Stone. Korrekt. Das wird auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, so mein Ketchup hier. Das ist korrekt vom Richter. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Weihnachtsmann, ne? Mit seiner Mütze hier oben drauf, ne? Ja. Sagen Sie mir jetzt, was die Todesursache war. Sie starb, weil sie... Ja, erschlagen wurde, stand gerade in der Gerichtsakte mit drin. Ja, gut, dass ich dich habe. So einen Kack lese ich nicht. Gut für den Anwalt, ne? Sie wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Korrekt. Das ist wieder... Yeah! Sie haben alle meine Fragen beantwortet. Es gibt keinen Grund, nicht fortzufahren. Sie wirken viel lockerer, Herr White. Das ist gut. Danke, euer Ehren. Aber ich bin nicht lockerer. So viel steht fest. Gut. Korrekt. Dann zuerst eine Frage an die Anklage. Herr Payne? Ja, euer Ehren. Wie Herr Wright sagte, wurde das Opfer mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen. Können Sie dem Gericht erklären, was das für ein Gegenstand, Anführungszeichen, war? Bei der Mordwaffe handelt es sich um die Statue der Denker. Sie wurde neben dem Opfer auf dem Boden gefunden. Ich verstehe. Das Gericht nimmt sie als Beweisstück auf. Yeah. Statue zur Gerichtsakte hinzugefügt. Yeah. Right. Achten
Sie auf alle Beweise, die während des Prozesses hinzukommen. Diese Beweise sind Ihre einzige Waffe im Gerichtssaal. Drücken Sie die Gerichtsaktentaste, um die Gerichtsakte zu überprüfen. Herr Payne, die Anklage darf Ihren ersten Zeugen aufrufen. Die Anklage ruft den Angeklagten Herr Butz in den Zeugenstand. Chefin, was soll ich jetzt machen? Depp, passen Sie gut auf. Ihnen darf nichts entgehen, was Ihrem Mandanten helfen könnte. Sie haben die Möglichkeit, später auf die Anklage zu reagieren. Seien Sie bereit. Hoffentlich sagt er nichts Unglückliches. Oh je, Larry wird leicht nervös. Das könnte böse enden. Herr Butz, stimmt es, dass Sie... Das Opfer sich erst vor kurzem von Ihnen getrennt hat? Hey, passen Sie auf, Freundchen. Wir waren ein tolles Paar, wie Romeo und Julia, wie Cleopatra und Marcus Antonius. Sind die nicht alle schon tot? Sie hat sich nicht von mir getrennt. Sie wollte mich einfach nicht sehen und hören. Was geht Sie das überhaupt an? Herr Butz, was Sie da beschreiben, nennt man für gewöhnlich Trennen. Sie hatte vollkommen abgeschrieben und mit anderen Männern getroffen. Sie war am Tag vor dem Mord mit einem von Ihnen gerade aus dem Ausland gekommen. Was soll das heißen, mit einem von Ihnen? Lügen, nichts als Lügen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich wechsle die Stimme bestimmt bei jedem Mal, aber ich muss mich da irgendwie erst gewöhnen. Also das ist nicht so gut. Euer Ehren, der Pass des Opfers. Demnach war sie am Tag vor ihrem Tod in Paris. Pass zur Gerichtsakte hinzufügt. Nee. Sie scheint wirklich am Tag vor dem Mord zurückgekommen zu sein. Hey Mann, kann nicht sein. Das Opfer war ein Model. Sie hat kaum was verdient. Anscheinend hat sie eine ganze Schar von Sugar Daddies. Daddies? Sugar? Ja, ältere Männer, die ihr Geld und Geschenke gegeben haben. Mit dem Geld finanziert sie sich ihren Lebensstil. Mann! Es ist offensichtlich, was für ein Mensch Frau Stone gewesen ist. Na, Herr Butz, wie denken Sie jetzt über sie? Right. Ich glaube nicht, dass Sie wollen, dass auf diese Frage antwortet. War ja klar. Harrys Klappe hat ihn schon immer in Schwierigkeiten gebracht. Soll ich... Garantiert abwarten, wo ich das schon so geraten habe. Ja, du, hör mal, wenn du mir das reizt, dann will ich natürlich nicht, aber das ist ein Klatsch. Mein Mandant wusste nicht, dass das Opfer sich mit anderen Männern getroffen hat. Diese Frage hat mit dem Fall überhaupt nichts zu tun. Oh Mann. Mann, Nick, was soll denn das heißen, irrelevant? Diese Kuh hat mich beschissen. Das überlebe ich nicht. Ich fall gleich tot um. Genau, und wenn ich sie in einem späteren Leben treffe, dann gehe ich der Sache auf den Grund. Lassen Sie uns mit der Verhandlung fortfahren, in Ordnung? Ich halte das Motiv des Angeklagten für eindeutig. Ja, ziemlich. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Nächste Frage. Sie gingen am Tag des Mordes zur Wohnung des Opfers, nicht wahr? Nun, ja oder nein? ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh je, er war da. Was jetzt? Ich würde sagen, lassen wir ehrlich antworten. Ja, ne? Das ist immer besser. Ich hab's. Ist ja eh unschuldig. Gib mir einfach ein Zeichen. Sag die Wahrheit. Pointy Finger. ja, ich war da. Ich bin hingegangen. Ruhe. Nun, Herr Butz. Mann, bleib cool. Sie war nicht da, Mann. Ich hab sie auch nicht gesehen. Euer Ehren, der Angeklagte lügt. Er lügt? Die Anklage würde gerne einen Zeugen aufrufen, der beweisen kann, dass Herr Butz lügt. Nun, das macht die Sache einfacher. Welche Zeuge? Der Mann, der die Leiche des Opfers gefunden hat, kurz bevor er den grausamen Fund machte. Hat er gesehen, wie der Angeklagte vom Tatort geflohen ist? Mummel, Mummel. Ruhe, Ruhe im Gerichtssaal. Herr Payne, die Anklage darf ihren Zeugen aufrufen. Ja, euer Ehren. Das sieht schlecht aus.
Am Tag des Mordes hat mein Zeuge im Haus des Opfers Zeitung verkauft. Holen Sie bitte Herr Frank Sabat in den Zeugenstand. Hehehehe, oh Gott, dieser Schleimbolzen. Herr Sabat, Sie verkaufen Zeitungsabonnements, stimmt das? Oh ja, Zeitungen, klar. Herr Sabat, machen Sie Ihre Aussage. Bitte sagen Sie dem Gericht, was Sie am Tag des Mordes gesehen haben. Bäh. Zeugenaussage. Ich ging von Tür zu Tür und verkaufte Abos, als ein Mann aus einer Wohnung floh. Es sah so aus, als hätte er es eilig, weil er die Tür nicht hinter sich zumachte. Das kam mir komisch vor und ich warf einen Blick in die Wohnung. Dann sah ich sie da liegen. Eine Frau, reglos, tot. Ich bekam Angst, fing an zu zittern und traute mich nicht hineinzugehen. Ich wollte sofort die Polizei rufen. Aber das Telefon in der Wohnung funktionierte nicht. Ich ging in den nahegelegten Park und fand dort ein öffentliches Telefon. Ich weiß noch, es war genau 13 Uhr. Der Mann, der wegrannte, war ohne Zweifel der Angeklagte dort drüben. Korrekt. Larry, warum hast du nicht die Wahrheit gesagt? Ich kann dich gegen so eine Aussage nicht verteidigen. Übrigens, warum funktionierte das Telefon in der Wohnung des Opfers nicht? Euer Ehren, zum Zeitpunkt des Mordes gab es einen Stromausfall im Gebäude. Sollten Telefone nicht auch bei einem Stromausfall funktionieren? Außer es ist Voice over IP. Ja, euer Ehren, aber manche schnurlose Telefone funktionieren eben nicht normal. Das Telefon, mit dem es Herr Sabat probiert hatte, war ein solches. Euer Ehren. Euer Ehren. Ich habe hier ein Protokoll des Stromausfalls zur Einsicht. Gibt ein Protokoll zum Stromausfall. Egal, Stromausfallprotokoll zur Gerichtsakte hinzugefügt. Yay. Nun, Herr Wright. Euer Ehren? Sie können jetzt mit dem Kreuzverhör beginnen. Kreuzverhör. Kreuzverhör, Euer Ehren? Na gut, Wright, es ist soweit. Jetzt geht's ums Ganze. Was genau soll ich jetzt tun? Decken Sie auf, wo der Zeuge bei seiner Aussage gelogen hat. Gelogen? Was? Er hat gelogen? Ihr Mandant ist doch unschuldig, oder? Dann hat der Zeuge bei seiner Aussage gelogen. Oder ist Ihr Mandant doch schuldig? Wie kann ich das Gegenteil beweisen? Sie haben es in der Hand. Suchen Sie bei den Beweisen. Vergleichen Sie die Aussage mit den Beweisen, die es gibt. Da muss es einen Widerspruch geben. Suchen Sie die Widersprüche zwischen Gerichtsakte und Zeugenaussage. Wenn Sie den entscheidenden Widerspruch gefunden haben, decken Sie ihn auf und stoppen Sie den Zeugen damit den Mund. Okay. Drücken Sie die Taste die Gerichtsakte für die Gerichtsakte und decken Sie die Widersprüche auf. Meine Güte. So viel Sprechrolle bin ich gar nicht gewohnt. Kreuzverhör. Zeugengericht. Aber ich finde, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um die erste Folge mal zu beenden, findest du nicht? Das finde ich auch. Weil ist jetzt genau, jetzt haben wir so ein bisschen Spannung aufgebaut und jetzt zwingen wir die Zuschauer. Zuschauerbindung, yeah! Yeah, Zuschauerbindung, beste. Wir haben bei RTL und ähnlichem gelernt. Nein, hat mir super viel Spaß gemacht. Tut mir mega leid, wenn ich irgendwie die Stimmen verwechsel oder irgendwie. Aber das macht das ist auch so ein bisschen Charme, muss ich sagen, ne? Und schaltet wieder ein, wenn ihr weiter sehen wollt, wie wir die Stimmen verkucksen und ob wir diesen schleimigen Typen rankriegen und den Butzensen, den Butzemann da rausholen. Und wir sehen uns wieder. Den nächsten Teil gibt's bei mir. Sollte man ja, genau. Ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Wir machen das nämlich abwechselnd. Wir machen nämlich die Folgen immer eine Folge bei mir, eine Folge bei ihr, damit ihr auch mal seht, was die gute Kurumi hier zu bieten hat. Genau. Und abonniert sie auf jeden Fall. Super Lady, hat viel Talent. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, habe die Ehre. Also, bis dann.